So, liebe Bus-Simulator 16 Freunde. Achso, weiter geht es. Unsere vielleicht erstmal letzte Fahrt. Und vielleicht letzte Folge. Mal sehen, was noch, ob das alles so klappt. Aber kann man dann wieder einige folgen? Hier ist dann irgendwann auch das Ende der Reise. Aber so weit sind wir gerade mal noch nicht. Tatütata. Der Prophet ist da. Ja, genau, habe ich das Gefühl, dass er hinter mir ist. Doch lustig mal, wenn mal jemand mit dem Busfahrer redet oder so während der Fahrt, ist ja eigentlich auch nicht unbedingt erlaubt und ist nicht so gut. Hier kann man noch einiges einbauen. Zwei neue Achsen. Nein, ey. Wo habe ich eigentlich meinen Kopf? Na super, ey. Ich muss ja auch wieder, wenn da steht, erhalte 5 Sterne, muss ich ja wieder einen Unfall bauen. Das ist ja, das musste ja kommen. Kommt ja nur sonst nie, ne? Wenn es nicht gefordert ist und offscreen und so, passiert das nie. Also, naja, sagen wir mal selten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zu 5 Sternen reicht. Ja, na super. Geht die Motivation ganz schön im Keller. Da bin ich mal abgesenkt eben, ey. Warum steht die Frau da? Ich weiß es nicht. Sie sind ab sofort mein Lieblingsbusfahrer. Ach, wir haben noch gewartet. Ich warte gerne. Ja, das wollte ich ja noch sagen. Es gab ja zwei neue Aktionen. Mit dem Warten und mit dem Verrückten, sag ich mal. Wobei ich nicht weiß, ob die vorher auch schon drin waren. Da kann ich nicht sagen. Wie gesagt, man könnte noch viel mehr einbauen. Tja, und dann habe ich, weiß gar nicht, wo ich hinguckt habe, aber eigentlich. Manchmal bremsen die so plötzlich ab, die Autofahrer. Ich habe keine Ahnung, warum. Das will ich den Award gar nicht. Haben wir gar nicht verdient. Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht wird das Auge zugedrückt. Dem Motto mit der zweiten sieht man besser. Aha. Mann. Schleichwerbung. Der Schnäuzer, ey. Nächste Halle. Konzerthalle. Graben.
hoffe, ich kann mich nicht vor Scham vergraben danach. Oh Mann. Ich wollte das jetzt eigentlich schaffen. Keine Ampel hier. Boah, ich bin einfach gefahren. Hat gewittert. Oh. Oh, man sieht ja echt viel. Ich kann halt nicht innen fahren. Oh, die Frau, sie steht doch. Habe ich ja mal gesagt, ob die mal öfters stehen. Aber der Bus ist ja nicht so voll. Warum die steht, weiß ich nicht. Vielleicht kann sie nicht sitzen. Weiß ich nicht. Hat sie Hämorrhoiden oder so? Keine Ahnung. Manchmal mag man ja auch stehen, scheinbar. Klasse. Puppi steht auch da, was ist da los? Ist aber nicht gut, wenn hier mal alles steht. Dann wollen mir keiner steht. Sieht ja keiner. So, wir haben noch eine Menge Zeit. Vier Stationen noch. Bin ich mal gespannt. Ah, die Wertung. Haben wir die Route auch richtig erstellt? Also ich think so, aber. Schade, dass dem anderen nicht die Schuld gegeben ist. Dem Unfall. Aber naja, der hinten rauf fährt, hat meistens Schuld, ne? Oder immer so gut wie. Mann, meine Geräusche werden auch nicht besser. Dachte, ich mach schon den nächsten Unfall. Mann. Das ist öfter mein Leben so. Erst alles perfekt und dann ein Riesenschnitzer oder so. Aber auch nur einer. Aber einer ist auch scheiße. Weil der Bus sich dann natürlich immer ganz gut fährt. Der DLC-Bus. So, da sah man gerade auch nicht so viel, aber geht. Warum stehen die eigentlich nicht vorher auf? Und warum machen die es immer so plötzlich? Daran könnte man auch noch arbeiten, dass es anders ist. Das ist eigentlich ein bisschen unrealistisch. Da steht ja meistens schon einen Tick vorher auf. Da bloß nicht hier ran, du. Habe ich den gesehen. Das ist halt Zebrastreifen. Mann, ist ja aber viel rumgelaufen hier. Nächste Ampel, aber okay. Der fährt rum. Bin ich mal gespannt gleich. Es lief sonst alles so gut. Schöne entspannte Fahrt zum Abschluss eigentlich. Wenn das dann der Abschluss ist, ich glaube schon.
Gibt es noch 5 Sterne? Ich weiß es nicht. Hallo Mädel, nicht so lange auf dem Handy gucken. Das Wetter magst du? Den Ring? Ach so. Nächster Halt, Ringstraße Nord. So, da hinten sind, müssen wir gleich. Haben wir gleich unser Ziel. Hattet ihr auch grün noch? Da kam mir davor die Phase. Ah, ich weiß nicht, die habe ich fast gar nicht gesehen. Ist eben so schnell gespawnt, ich weiß nicht. Bist du sicher, dass das der richtige Bus ist? Ja, die Karten-App auf meinem Telefon hat mit dem Bus haben wir die kürzeste Strecke. Die Schnäuzer sieht nur lustig aus. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ist aber schon länger her, dass mal jemand hier was kaufen will, aber okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Dann gleich 2. Kriegen wir aber alles hin. Danke. Einen schönen Tag. Of course, of course. Oh Mann, dieser eine Unfall, ne, der ärgert mich. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus... Und da gibt es trotzdem noch 5 Sterne, aber ich kann es nicht sagen. Boah. Ach, das wäre so schön jetzt. Aber... Die Route dauert ja auch halt, ne? Jetzt ist das Problem. So, der letzte Halt. Der aber nicht hier ist. Aber es gibt, glaube ich, wie gesagt, es gibt so eine Station, die, glaube ich, nicht benutzt werden. Kommt mir so vor. Nächster Halt, Königsbrücke. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Was? So plötzlich wird es nochmal rot, also wollen sie mich verarschen? Kann der Dings natürlich, der läuft nicht rüber, ne? Ist natürlich auch toll. Okay, ich alles hier. Kann ich noch ein bisschen nach hinten? Ah, okay. Dann habe ich ihn nochmal durchgelassen, damit da nichts passieren kann. Du kannst mir noch die Zeit. Ist alles richtig, ne, hier? Ja. Königsbrücke. Jetzt wäre ich zu schön vielleicht nochmal ins Depot gefahren, aber das ist mir zu lang. Mal gucken, was das sagt. Oh. Oh. Hallo, Tim hier. Meinen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Legendär, ich noch 2. Ich habe nichts anderes erwartet. Das wäre alles für den Moment. Bis irgendwann. Ah, das klingt nach einem Comeback von Tim Wachowski. Boah, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Mit 5 Sternen, boah. Das passt ja dann doch zum Abschluss. Mann, das hat ja jetzt auch 2 Folgen gedauert. Also ich hätte jetzt auch nicht sehr gerne nochmal gefahren. Für euch ja, aber... Für mich nicht so gerne. War ja mal ganz nett alles wieder. So. Dann haben wir den Award jetzt. Die haben wir tatsächlich 5 Sterne. 29. Ich konnte noch ein paar Busse erstellen. Wir haben ja auch so viel Geld, ne? Fahrer kann ich nicht mehr einstellen. Habe ich ja.
Und noch zwei sind legendär geworden, habe ich eben gesehen. Fugio, Timmy, Nick, sind alle legendär hier. Wird immer mehr. Auch der Dena und so. Okay, dann hole ich mir aber nochmal einen Bus. Mindestens. Nochmal den hier, ne? Wo war der denn nochmal? Hier. Ah, jetzt muss ich wieder bis ans Ende. Ich muss nochmal einen Aufkleber hier angucken. Das ist nochmal so, aus Prinzip. Zack. Goldener Bus vielleicht. Werbung, ja. Klatsche ich den mal hier oben rauf. Hätte ich vielleicht öfter mal machen sollen. Das ist wirklich ja fast nur so ein Raufklatschen hier. Zack. Aufkleber. Das haben wir doch jetzt alles. Der ist nochmal neu. Es ist natürlich auch toll, dass sie so komisch neu sind, ne? Nicht so richtig in der Reihenfolge. Okay, der ist neu, der ist neu, der ist neu. Der ist neu und ich weiß auch nicht. Irgendeiner war Nummer 5. Lebt. Aber egal, könnt ihr euch mal selber ausprobieren. Bei mir wird es halt immer nicht so schön. Ach, das ist so. So ein Kreis, ach so. Ja, ich weiß mal gar nicht, wie ich die machen soll. Am besten finde ich halt diese komischen Planeten. So, naja, okay. Ich erstelle vielleicht nochmal selber Busse. Ich könnte nämlich noch ein paar machen. Und hier könnte auch mal irgendjemand fahren. Wen haben wir denn da noch? Jana. So, drei könnte ich noch einstellen. Aber ansonsten war es das. Wir haben den Award, wir haben die Aufträge von Tim Farowski geschafft. Das war nochmal der Abschluss. Was sind eigentlich hier Jobangebote? Achso, ich kann ja auch andere Jobangebote machen. Freunde nicht. Ja, brauche ich halt nicht. So viel Geld. Wir haben sehr, sehr viele Fahrer, sehr, sehr viele Busse. Und hier kann man nochmal Statistik sehen. 5 Bezirke, 30 Busse. Pipapo. Wenn man 1000 Kilometer fährt, hat man die letzte Errungenschaft. Boah, da muss man aber echt lange spielen. Über 100 Spielstunden locker. Strafzettel für Rasen einmal. Brotamt 7 Mal. Unfälle 58. Das sind meine gesamten Unfallkosten. So viele Haltestellen haben wir. Das Streckennetzwerk ist so lang. 16 Mal Kaffee. Hupe Minute 276. Aha. Sieht man nochmal die reichsten Spiele. Achso, weltweit wahrscheinlich. Startups. Topverdiener. Ob das hier so ein bisschen so merkwürdig ist, das weiß ich gar nicht. Das sieht ja hier ein bisschen anders aus, ne? Alles so, ich weiß nicht. Das passt nicht so zusammen, naja. Okay, dann gucken wir mal, ob und wann ein neues Update kommt. Und dann gibt es mal wieder Bus Simulator geben, immer wenn es neuen Stoff gibt. Ich bin gespannt und seid es auch. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Ansonsten sehen wir uns bei den anderen Projekten wieder. Naja, tschüssi.